Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Ultima 5. Wir treiben uns immer noch in diesen Dungeon herum, haben hier noch ein paar von diesen Geisterbäumen zu erledigen und zu plündern. Aber erst einmal erledige ich diese Bäume. Ja, da hinten scheint es auch runter zu gehen. Der ist erledigt. Da hinten ist noch einer. Dann erledigen wir doch erstmal diesen Baum hier. Oh, und die HP von unseren Leuten geht doch schon relativ wieder runter. Komm, erledige diesen Baum noch. Dankeschön. Und dann gehen wir doch gleich mal plündern. Sehr schön. Dich nochmal. 40 Gold. Wie wär's mit dir noch? 118 Gold. Das Gute an den Bäumen ist, die lassen immer viel Geld fallen. Das finde ich mal nicht verkehrt. So. Geht's da runter noch irgendwo? Sieht danach aus? Nee, scheint nicht zu sein. Nee, das scheint kein Dings zu sein. Okay, das heißt, wir müssen wohl hier lang gehen. Die Frage ist jetzt nur... Ah, 2800, das ist nicht schlecht. Ja, die Frage ist jetzt nur, sollen wir nochmal rasten? Weil unsere Leute sind doch schon relativ von ihrer HP... Naja, ziemlich weit unten. Ja, ich würde sagen, dann rasten wir noch einfach mal, nur um vorsichtig, Vorsicht walten zu lassen. So, gespeichert haben wir mal, vorsichtshalber, und dann... Es ist hier nicht sicher. Nun gut, dann sollten wir hier nochmal weggehen. Hier gibt es anscheinend noch ein paar Gegner. Auch wenn ich gerade keine sehe. Die Musik sagt was anderes. So, probieren wir erstmal hier. Okay, ich würde sagen, in dem Fall soll Katrina Nachtwache halten und dann schlafen wir mal. Dann eine gute Nacht. Ja, also jetzt verbringen wir doch schon einige Tage anscheinend hier drin. Oh. Ein Level up. Ein starkes Herz und ein starker Geist. Ja, das ist auch sowas, was ich gelesen habe. Die Levels up funktionieren nur, wenn man campt. Und es ist auch rein zufällig, wann die kommen. Und es werden auch noch... Starker Geist. Es werden auch noch Attribute von den drei Attributen verteilt. Also zwischen Geist, Stärke und Geschicklichkeit. Wobei das... relativ... relativ zufällig gemacht wird, was man bekommt. Und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, haben wir alle nur Geist bekommen. Ne, Intelligenz. Was haben wir bekommen? Irgendwas von Geist hat er doch gesagt. Hätte ich gedacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Stufe 4 erreicht. Die Frage ist, gefällt mir das? Ich glaube, ich lade es nochmal neu. Ganz einfach dadurch, weil haben wir jetzt wirklich nur Geist bekommen? Das, oder haben wir gar nichts bekommen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich will mir jetzt erstmal aufschreiben, was die ganzen Leute haben von Werden. Das Level Up ist jetzt noch nicht so wichtig. Nee. Hm.
Okay. Wisst ihr was? Ne, ich mach nochmal Dings. 20, 22, 17. Weil das hatten wir doch vorher auch. Das heißt, wir haben gar keine Werte da drauf gekriegt. Habe ich mich jetzt getäuscht gehabt? Ich dachte, wir kriegen solche Werte. Also so eins von diesen drei Attributswerten bei einem Level Up. Aber entweder habe ich mich getäuscht. Oder keine Ahnung. Egal. So, dann probieren wir es doch noch einmal. Kann sein, dass wir jetzt kein Level abkriegen. Aber das ist dann auch egal. Erstmal verbringen wir wieder eine Nacht hier. Um uns ergibt sich eine Aura des Hasses. Das war vorher aber auch nicht da. Oh, da kommt er wieder. Nee, er sagt das schon wieder. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir jetzt damit mal die Attribute aufgeschrieben, ob sich da was geändert hat. So. 20, 22, 17, nö, da hat sich nichts geändert. Nun gut, dann gibt es anscheinend auch keine Attributsverstärkungen. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt Level 4, Level 4, Level 4. Level 4, Level 4 und Level 5. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Gut. Moment, dann sollten wir vielleicht wieder einmal... Licht zaubern. Und weiter geht's. Ach, da unten ist noch ein Gegner, sehe ich gerade. Okay, da kam man nicht runter. Da geht's weiter runter. Da ist doch irgendwas. Da ist nochmal Nachtschatten. Hi. Und da ist auch nochmal Nachtschatten. Sehr schön. So, haben wir jetzt alle? Ja, wir scheinen allen zu haben. Sehr, sehr schön. So, und da geht's nochmal in eine Höhle rein. Und hier geht's zu einer Brücke rüber. Da waren wir, glaube ich, schon richtig. Ja, das war einfach auf der anderen Seite. Das heißt, hier geht's in eine Höhle rein. Da geht's runter. Und dann haben wir vorhin noch, was heißt vorhin, noch einen anderen Weg gehabt. Ach, einen Moment, Türklingel. So, ich bin wieder da. Die Post war auch gerade da und hat mich jetzt vom Let's Play abgehalten. Aber das ist in Ordnung. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir doch einfach mal in diese Höhle rein. Schauen wir mal, was da so uns erwartet. Okay. Ein grüner Kleintrache zum Beispiel. Nett, für jeden 2 XP. Hat er auch was dabei? Nee, dabei hat er nichts. Aber immerhin, 2 XP, das ist nicht schlecht. Und zwar 2 XP für jeden. Oh, da ist noch einer. Sehr schön. Moment. Okay. Das sieht aus wie eine kleine Sackgasse hier.
Badam, badam. Ja, okay, ah, da geht's, glaube ich, weiter. Wow, was war das? Was war das jetzt gerade? Sie ist auch die Einzige, wo keine Dings anhat, vielleicht deswegen. Naja, gut. Entgiften werde ich erstmal noch nicht. Das warten wir erstmal ab. Und sonst vergiften wir uns nur wieder, je nachdem. Das wäre ein bisschen blöd. Okay. Weiter geht's hier. Hier geht's auch runter. Da können wir nirgends hochgehen. Oh, guck mal. Da ist nochmal ein Geisterbaum. Na gut. Dann entgeistern wir ihn doch einfach mal. Leute, was ist mit euch? Oh, das sind noch mehrere Gegner. Und warum reagieren die überhaupt nicht hier? Und auch diese ganzen anderen kleinen Viecher. Die ich hier gar nicht sehe. Diese Insekten, geil, und was weiß ich, was das alles waren. It is within my power. Gut. Ja, doch, da geht's, glaube ich, lang. Und da geht's aber nicht lang. Okay, dann heißt es wohl, wir müssen hier weiter lang gehen. Da macht das Ganze eine Biegung. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. Und dann geht's hier weiter runter. Okay. Und da ist nochmal ein Geisterbaum. Unsere ganzen Fernkämpfer machen hier nichts. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum machen unsere Fernkämpfer gerade nichts? Wir haben doch ganz normale Bogen ausgerüstet und Pfeile brauchen wir ja hier in dem Spiel, glaube ich, nicht. Das ist seltsam. Und hier steht doch auch einfach, schwächstes Ziel angreifen, frei angreifen, angreifen. Das ist sehr seltsam, kapiere ich gerade nicht. Nichtsdestotrotz haben wir es trotzdem geschafft. Hier geht's, glaube ich, weiter. Haben wir hier noch was? Das sind doch alle Raunen, oder? Die kommen natürlich mit. Da drüben auch nochmal. Das ist nur eine Pflanze. Okay. Da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Das heißt, wir können nur hier lang gehen und zu diesem Geisterbaum gehen. Ich verstehe es wirklich gerade nicht. Liegt es am Wasser, dass sie deswegen nicht angreifen? Oder habe ich jetzt irgendwie was umgestellt? Oder irgendwas, irgendwo Mist gebaut? Das ist eine gute Frage. Weil vorhin haben sie doch noch angegriffen. So, hier geht's hier wieder lang. Und da haben wir auch wieder ein paar Schlangen. Igitt. Oh, kann das sein? Oh, unser Licht geht aus. Ah, jetzt schießen sie wieder. Das scheint tatsächlich dazu zu sein, wenn man im Wasser ist, können sie nicht schießen. Seltsam. So, wo sind wir jetzt? Guck mal, wo wir sind. Da waren wir schon. Jetzt haben wir doch tatsächlich einen kleinen Rundkurs gemacht, wie es aussieht. Von da sind wir nämlich gekommen. Da haben wir gesagt, da gehen wir erstmal
woanders lang, wie es aussieht. Das ging es irgendwo noch hoch. Und dieses Ding haben wir anscheinend dann. Ja, genau, hier ging es dann hoch. Und da sind wir dann hochgegangen, hier. Und nicht da lang gegangen. Okay, damit heißt es, wir haben diesen Weg auch fertig ausgekundschaftet. Ich gehe dann einfach erstmal so wieder zurück. Und sobald wir dann da sind, werde ich mal Mariah heilen. Weil die vergiftet ja ist. Licht brauchen wir erstmal noch keins mehr. Noch sieht man ganz gut. Okay. Oh, bist du? Nee, da war mal. Da kam er ja her, das war ja noch Dings. So. Ah ja, genau, hier ging's lang. Twill be done. Da ging's nicht lang, da müssten wir da lang gehen. So, das zählt wahrscheinlich ja auch als Sumpf. Von daher ist ganz gut, dass wir fast alle Sumpfstiefel anhaben. Sind wir schon? Ne, sind wir noch nicht. Da ist der, wo der Drache war. Da war der andere Drache und da sind wir wieder bei dieser großen Schlucht. Ja, sehr, sehr schön. Dann geht es wohl hier runter. Und da unten steht noch mal ein Baum. Den wollen wir doch gleich mal erledigen noch. Gut. Oh, da drüben steht auch der nächste. Den machen wir auch gleich weg. Er greift ja auch schon an. So. Das heißt wieder Gold. Ah, Kamera. Und da drüben wollen wir uns auch gleich noch ein bisschen Gold. So. Und jetzt soll die Gute sich doch mal entgiften. Sehr schön. So, hier geht's nicht weiter, da geht's runter. Und hier drüben geht's da auch runter. Nee, da geht's auch nicht runter. Das heißt, wir müssen hier lang gehen. Haben wir gar keine andere Wahl. Ja, doch, das Dungeon ist doch um einiges größer, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Boah, der Wasserfall sieht schon schön aus. Das sieht richtig toll aus. Wow! Gleich noch ein paar Kleintrachen. Oh, was ist das? Das ist nochmal ein großer Drache, oder? Ah, der ist weiter unten. Okay, das heißt, wir haben in der nächsten Folge wieder einen etwas größeren Kampf, wie es aussieht. Und anscheinend müssen wir auch da lang gehen. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal. 3500 Gold. Das sieht doch richtig gut aus. Das hat sich doch erst richtig, richtig gelohnt. Und ein paar Sachen haben wir ja noch zum Verkaufen hier. Kann man nichts dagegen sagen. Nicht schlecht. Damit kommen wir auf jeden Fall erstmal weiter. Aber das alles in der nächsten Folge. Dann werden wir diesen Dungeon weiter erkunden und gegen wahrscheinlich einen ziemlich großen Drachen wieder kämpfen. Der zweite dann in dieser Art. Okay, dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.